Schönen guten Tag, Herr Ulrich. Schön, dass Sie bei uns sind. Ja, und ich habe es ja gerade schon gesagt, wir sprechen bei den Neuinfektionen von einem Rekordanstieg. Jetzt sagen wir aber auch gleichzeitig immer, nun ja, es wird ja auch mehr getestet. Heißt, wird jetzt einfach nur die Dunkelziffer besser ausgeleuchtet oder stehen wir tatsächlich so schlecht da, wie es scheint? Ja, genau. Also es wird in der Tat im Verhältnis zu der Situation im Frühling wird natürlich besser ausgeleuchtet, was wir tatsächlich für eine Virusausbreitungsdynamik haben. Und deswegen sind die Zahlen also auch mit 7.000 Neuinfizierten pro Tag nicht vergleichbar mit den Zahlen im Frühling. Trotzdem ist es aber so, dass wir jetzt ja einen sehr steilen Anstieg sehen. Also es ging ja langsam los über den Spätsommer in den Herbst hinein. Aber jetzt nehmen die Zahlen doch stark zu. Wenn wir abstreichen, wie viel mehr Testungen wir haben und das sozusagen rückrechnen, dann haben wir auf jeden Fall netto sozusagen eine immer stärker werdende Dynamik und das sollten wir ernst nehmen. Allerdings sind die absoluten Zahlen, Sie haben es ja gerade vorgestellt, eben nicht ohne weiteres so miteinander vergleichbar. Man müsste es auf die Bevölkerung beziehen. In Spanien leben weniger Menschen als in Deutschland und in Großbritannien auch. Das heißt also, wenn, da sind die Zahlen dann nochmal ganz anders zu interpretieren, wenn man das auf die Bevölkerung insgesamt bezieht. Also in Großbritannien ist die Lage tatsächlich ziemlich ernst. Ja, bleiben wir noch mal kurz bei Deutschland. Warum jetzt dieser Anstieg? Wir sind ja lange gewarnt worden. Man hat das ja eigentlich so vorausgesagt. Im Herbst könnte eben die zweite Welle wieder drohen. Das ist ja fast schon ein bisschen zu vorhersehbar gewesen. Liegt es jetzt tatsächlich nur daran, dass sich die Menschen wieder vermehrt in Innenräumen aufhalten? Ja, das ist sicherlich ein ganz wichtiger Grund, dass man da dann eben kürzere Wege hat, die das Virus zurücklegen muss, um eben einen Anstieg zu haben, also eine Übertragung zu haben. Und das ist ein Grund für diesen Anstieg. Das zweite ist, dass tatsächlich es einzelne Ereignisse gab, die in verschiedenen Regionen, also entweder in ländlichen Gebieten, aber vor allen Dingen in den Städten dazu geführt haben, dass es sehr viele Neuinfizierte auf einmal gab, also größere Feierlichkeiten zum Beispiel. Und das hat diese Grundlage gelegt dafür, dass wir jetzt gerade in einigen Bezirken in Berlin einen ziemlich starken Anstieg und eine Weiterverbreitung sehen, die dann auch rausgeht in die Nachbarregionen. Und das ist also jetzt eine Dynamik, die hätte man sich eigentlich sparen können, wenn man eben in den Wochen zuvor etwas vorsichtiger gewesen wäre. Ja, wenn Sie diese Dynamik so beobachten, was ist Ihre Prognose? Wo wird es hingehen in den nächsten Wochen und Monaten? Kriegen wir das wieder in den Griff, auch mit den Maßnahmen, die die Politik jetzt ergriffen hat? Naja, wenn wir die neuinfizierten Kurven so etwas übereinander legen, zum Beispiel im Vergleich zu der in Frankreich, in Spanien und so, dann sehen wir, dass dieser langsam und dann immer schneller werdende Anstieg durchaus vergleichbar ist mit der Situation in den beiden Nachbarländern von vor einigen Wochen. Und wenn wir jetzt nichts tun, dann werden wir das weitersehen, dass es noch zu einem stärkeren Anstieg noch kommt. Es sind ja jetzt einige Maßnahmen beschlossen worden, die dazu beitragen sollen, dass die Zahlen wieder nach unten gedrückt werden. Wir müssen abwarten, ob das was bringt. Diese allgemeine Maskenpflicht zum Beispiel ist in der Tat eine Maßnahme, die sich auch in anderen Ländern schon bewährt hat. Das heißt, wir müssen jetzt mit diesen Maßnahmen und eben mit einem Appell nochmal an die Disziplin in der Bevölkerung versuchen, das Ganze wieder in den Griff zu bekommen. Es ist in Deutschland eigentlich noch nicht zu spät. In anderen Ländern sieht es wesentlich ernster aus, dass da schon die einzelnen Ausbrüche so ineinander übergegangen sind, dass man die Nachverfolgbarkeit nicht mehr gewährleisten kann. Und da ist dann ein exponentieller Anstieg nicht mehr zu vermeiden. Ja, und Professor Ulrich, Sie sprechen es schon an, die Maßnahmen. Zu den Maßnahmen gehören ja auch die Reisebeschränkungen. Und das ist der nächste Themenkomplex, auf den wir schauen wollen. Sie bleiben noch ganz kurz bei uns. Ja, Stichwort Risikogebiete, das ist ja eben auch ein ganz wichtiges Stichwort. Und das RKI, das veröffentlicht ja eben ja eigentlich jeden Tag eine neue Liste mit Risikogebieten. Und da wollen wir uns mal anschauen, wie das aktuell eben aussieht. Und zwar ist es folgendermaßen, dass man eigentlich sagen kann, im Moment sind alle umliegenden Länder um die Bundesrepublik nicht mehr frei von Risikogebieten. Alles, was hier ganz rot eingezeichnet ist, das ist wirklich das komplette Land, wie eben zum Beispiel jetzt auch Frankreich. Da sind eben auch die Regionen Grand Est und jetzt auch die Insel Korsika unter die Risikogebiete gegangen, auch die komplette Niederlande. Ja, in Italien sind auch zum Beispiel die Ferienregionen Campania dabei. Das heißt, das betrifft zum Beispiel auch die Stadt Neapel, das betrifft auch die Amalfiküste. Und in der Schweiz sind es 8 Kantone, in Polen 5 Regionen, in Schweden 4 Regionen, darunter auch Stockholm. Das heißt, wenn wir da noch mal drüber sprechen, Professor Ulrichs, früher hat man ja immer gesagt, machen Sie bestenfalls Urlaub in der Bundesrepublik, reisen Sie nicht ins Ausland. Aber wir wissen ja jetzt eben auch in der Bundesrepublik gibt es Dutzende Risikogebiete. Macht es jetzt eigentlich noch einen Unterschied, ob ich im Ausland reise oder eben innerhalb von Deutschland?
Ja, schon. Also in Deutschland gibt es zwar Risikogebiete, die aber dann gerade so um die 50 Neuinfizierten pro 100.000 der Bevölkerung haben. Das sind keine großen Unterschiede zu Regionen, wo das also etwas weniger ist. Allerdings gibt es in anderen Ländern dann ja dann durchaus also schon sehr viel höhere Zahlen, und da ist es durchaus sinnvoll, dass man da etwas Abstand hält. Was nicht sinnvoll ist, wäre, die Grenzen dicht zu machen. Also im Verhältnis nochmal, weil Sie das Beherbergungs Verbot ja auch angesprochen haben, ist es nicht so sinnvoll, diese relativ kleinen Unterschiede innerhalb von Deutschland da zum Anlass zu nehmen, da innerhalb von Deutschland nicht mehr zu reisen. Allerdings eben ins Ausland, da sollte man davon Abstand nehmen, das ein bisschen verschieben in das neue Jahr, denn da ist es durchaus sinnvoll. Allerdings wäre es nicht sinnvoll, das haben wir ja gelernt im Frühling, dass wir die Grenzen beispielsweise zu Frankreich oder Polen dicht machten. Denn in den Grenzgebieten ist es ja sehr sinnvoll, dass die Menschen noch nach wie vor zu ihren Arbeitsplätzen kommen können. Das haben wir ja gesehen, dass das prekär war, als wir eben plötzlich keine Mitarbeiter in den Krankenhäusern mehr hatten. Ja, für wie sinnvoll halten Sie es denn jetzt auch anzufangen, Grenzen in Deutschland zu ziehen? Denn Lothar Wieler, der Präsident des Robert-Koch-Institutes, hat ja gesagt, er könnte sich jetzt auch vorstellen, Risikogebiete innerhalb Deutschlands abzuriegeln. Ja, also da ist es ja so, da haben wir ja gerade diese Ausbrüche in den größeren Städten. Das heißt, wenn das also zunehmen sollte, dann wird in der Dynamik, dann wird in Berlin oder in Hamburg das sehr viel stärker ansteigen mit den neuinfizierten Zahlen als irgendwo in betroffenen Landkreisen, die jetzt auch schon rot eingezeichnet sind, die in der Peripherie liegen. Und dann wäre in der Tat eine weitere Durchmischung dann nicht mehr so gut. Deswegen wäre das natürlich eine Maßnahme. Allerdings sollte die wirklich nur dann eingerichtet werden, wenn wir sehr große Unterschiede messen zwischen einer Großstadt und den umgebenden Landkreisen oder eben in der Peripherie. Sagt Professor Timo Ulrichs, vielen Dank für dieses Gespräch.